In unserem Zentrum für Bewusstsein erleben wir so oft, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe noch 3 Wochen bis zum Urlaub und ich bin fix und fertig und ich weiß gar nicht, wie ich das noch alles schaffen soll. Warum ist das so? In diesem Video geht es um die Hintergründe und um das, was kannst du verändern, dass du schon Urlaub vor dem Urlaub hast und nicht ausgepowert in den ersten Urlaubstag gehst. Ich heiße Petra Schwärmer-Brokop, bin die Gründerin vom Zentrum für Bewusstsein und du findest mehrere Videos hier bei uns auf unserem Kanal. Wenn dir die Arbeit gefällt, wenn sie dir weiterhilft, dann freuen wir uns, wenn du uns likest, uns den Daumen nach oben gibst, vielleicht abonnierst und es auch anderen Menschen zur Verfügung stellst, denen es auch weiterhelfen kann. Weshalb sind wir so erschöpft? Weshalb haben wir so viel zu tun immer vor dem Urlaub? Wenn ich dann den Klienten, wie ist denn das mit den Aufgaben, die du da noch zu erledigen hast, seit wann hast du die zu erledigen? Ja, manche habe ich also schon bestimmt, die schiebe ich ja schon 3 Monate vor mich hin, aber jetzt müssen sie erledigt werden. Weshalb jetzt unbedingt vor dem Urlaub? Weshalb nicht nach dem Urlaub anfangen? Nee, das geht nicht. Wenn ich dann ihnen sage, schau mal, du hast das vor 3 Monaten schon erledigen sollen, hast es noch nicht gemacht und du bist in der Zwischenzeit mindestens 8, 9 oder 10 Mal in Kurzurlaub gegangen, nämlich jedes Mal zum Wochenende. Was ist der Grund dafür, dass es dich da nicht so gestört hat, dass es dir da nicht so schwer auf den Schultern lag? Und dann sagt mir der Klient, nee, jetzt vorm Urlaub, da muss ich das wirklich erledigen. Also das kann so nicht sein, so kann ich nicht in den Urlaub gehen, dann fühle ich mich nicht wohl. Doch was passiert, wenn wir dann so weitermachen? Wir sind ausgebrannt, völlig ausgelaugt, haben über unsere Kräfte hinausgearbeitet, waren nur noch in der Anspannung. Doch das Leben besteht aus Anspannung und Entspannung. Und wenn dann der erste Urlaubstag kommt, dann knallen wir so richtig rein. Entweder erkrankt der Körper, du brauchst ein paar Tage, um wieder in Gang zu kommen, oder es knallt emotional, weil du dich emotional entladen musst. Weder das eine noch das andere können wir gebrauchen. Der Urlaub darf am ersten Tag schon sehr schön sein, mit deinen Lieben, mit dem, was du machen möchtest. Und deshalb können wir Urlaub vor dem Urlaub machen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Mechanismen liegen darunter, dass es so ist, wie es ist. Was können wir verändern und wie kann es in Zukunft konstruktiv gelöst werden? Im Gespräch frage ich dann den Klienten, kannst du dich erinnern an deine Kindheit, an deine Jugend? Wie sind die Bezugspersonen mit dir umgegangen? Was hast du gehört, erlebt, wenn es darum ging, zum Kindergarten zu gehen, zur Schule, wir müssen los, irgendwie jemanden besuchen, in Urlaub? Und oftmals kommt bei diesen Klienten, die sich so auspowern, beeil dich jetzt, mach schnell, dies muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Und sie haben die Anspannung bei ihren Bezugspersonen gesehen und haben gemerkt, wie perfekt die Mutter sein will, wie perfekt sie alles hinterlassen möchte, als wäre es der letzte Tag in ihrem Leben, damit keiner, auch wirklich keiner, vielleicht über sie schlecht reden kann. Und das Kind von damals hat alles mit angehört und alles aufgenommen. Und das Kind von damals macht sich seinen eigenen Plan fürs Leben und speichert die Dinge ab. Wenn es oft hört, beeil dich, mach jetzt dies, mach jetzt das, warum hast du dies noch nicht gemacht, wir müssen doch los, dann wird es noch bestraft, indem ihm Aufmerksamkeit oder Liebe entzogen wird. Weil kein Elternteil freut sich darüber, auch mein Schätzchen, brauchst dich nicht zu beeilen, nee, ist schon gut. Sondern es gibt meistens wenigstens einen angespannten Satz, jetzt mach endlich, jetzt komm.
Das heißt, das Kind hat einerseits das gehört, beeil dich, mach, dann wird es bestraft und es hat gemerkt, hey, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, ich bin nicht gut oder nicht gut genug, ich kann es nicht. Das ist das eine, was sich abspeichert. Auf unbewusster Ebene, es ist dir nicht mehr bewusst. Auf der anderen Seite speichert sich ab, nämlich das, was du erlebst von deinen Eltern, wie perfekt deine Eltern waren in den Urlaubsvorbereitungen. Dass wirklich die Wohnung tippitoppi sauber war, dass alles gut gepackt ist, dass auch alles an alles gedacht wurde und, und. Auch das speichert sich ab. Und wenn wir ganz ehrlich sind und in unserer Familie nach hinten schauen, also die Generation davor, da war es ähnlich, denn auch deine Mutter hat dieses Automatikprogramm nicht erfunden, sondern sie hat es übernommen von ihren Eltern. Eltern, 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 Generationen über Generationen. Doch wir können es unterbrechen, doch dazu muss es uns bewusst sein. Denn alles, was bewusst ist, kann im Unbewussten kein Eigenleben mehr treiben. Deshalb geht es bei uns hier im Zentrum für Bewusstsein immer darum, sich bewusst zu werden. Von unseren Handlungen, unseren Worten, unseren Gedanken laufen 5% bewusst ab. 95% sind unbewusst. Kannst du dir vorstellen, wenn uns nur einige Prozent bewusst werden, wie viel Spielraum wir da haben, was das für ein enormes Potenzial ist, sodass wir ein leichtes Leben führen können, sodass wir schon die Leichtigkeit vor dem Urlaub erleben dürfen. Wir haben also den inneren Konflikt einerseits, ich bin nicht richtig, ich kann es nicht, andererseits den Perfektionismus, es muss alles picobello sein, was sollen die Leute sagen? Nur ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich das alles schön vorbereitet habe oder eben ein guter Vater. Und dann möchten wir diesen Konflikt überwinden. Doch wir nutzen ungeeignete Mittel, nämlich Mittel aus unserem 5% Bewusstsein, also aus dem Verstand. Wir hetzen, wir machen uns den Terminkalender viel zu voll und da gibt es noch so einen Automatismus, der heißt Wiederholung. Denn diese Gedanken und Muster und Glaubenssätze, die wir uns angelegt haben in der Kindheit, ich sage dazu gern die Grundverkabelung. Diese Grundverkabelung möchte der Verstand immer wiederholt haben bzw. sich immer wieder bestätigen, so nach dem Motto, ich hab's doch gewusst. Also, was machen wir? Wir schieben Termine und wenn es der Einkauf vom T-Shirt ist, hinaus, 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 eine Woche, zwei Wochen vor dem Urlaub, es staut sich alles auf und wir haben das Gefühl, wir packen es nicht und können uns dann sagen, ich hab's doch gewusst. Und jetzt lade ich dich ein, diesen Automatismus zu unterbrechen. Das heißt, fädel die Situation vom Heute anders ein, bewusst so ein, dass es dir gut tut. Dazu ist es wichtig, dass wir uns beobachten. Und zwar wirklich wahrhaft beobachten. Nimm erst einmal deine Muster wahr. Beobachte dich mal ein, zwei Tage und schreib es dir auf. Das ist ganz wichtig, weil der Verstand möchte natürlich, dass alles so bleibt, wie er ist. Wenn es Probleme gibt, hat er viel zu tun. Der wird nicht sagen, ja, na klar, schreib es dir auf, das ist wichtig. Der wird sagen, brauchst du doch nicht, kannst du dir doch merken. Deshalb schreib es dir auf. Schreib dir auf, was nimmst du wahr an Mustern? Zum genauen Beobachten, wie du das machen kannst, habe ich ein extra Video gedreht. Schau es dir ruhig an. Es hilft dir in deiner Beobachtung. Dann darfst du schauen, hey, gibt es da irgendwelche Ängste? Denn wenn wir in Stress geraten, Stress ist immer eine Form von Angst. Auch da kannst du dir nähere Informationen holen durch dieses Video, was ich da gedreht habe. Jetzt geht es mal darum zu schauen, hey, was habe ich denn alles so lange aufgeschoben?
Natürlich, wenn du dieses Video jetzt guckst, 14 Tage vor Urlaubsbeginn und du bist im Stress, dann sage ich, dann machst du eben erst einmal hier Schadensbegrenzung und lässt die Dinge wirklich liegen. Und arbeitest sie nach dem Urlaub ab, und zwar kontinuierlich. Du wirst jeden Tag ein bisschen was Altes aufarbeiten können. Diese Zeit ist immer da, wenn du dich gut strukturierst. Gut strukturieren können wir uns, indem wir uns auch gern eine Liste schreiben. Eine Liste mit Aufgaben, die wir erledigen müssen. Doch meistens sind die Listen so lang. Und du bist am Abend total deprimiert, wenn du sagst, oh, ich kann nur eins oder zwei oder drei Sachen abstreichen. Deshalb, ich mache es gern so und es funktioniert. Ich nehme einen Zettel im Querformat, in der Mitte teile ich ihn. Links schreibe ich mir das drauf, was ich wirklich heute erledigen kann und möchte, was oben aufliegt, was am wichtigsten ist. Drei, maximal sechs Dinge, sei realistisch. Alles andere schreibst du auf die rechte Seite. Links schreibst du drüber Dinge, die ich erledigen möchte. Rechts schreibst du drüber Dinge, die das Universum für mich erledigt. Du wirst erstaunt sein, was passiert. Es gibt Dinge, die können wir mit unserem Verstand eben nicht erklären, und das gehört dazu. Ich bin immer wieder begeistert, oder wir sind es hier. Was geschieht, was sich von allein erledigt? Ich muss noch den und den anrufen und das bestellen oder dies machen. Und mit einem Mal wirst du angerufen. Oder da kommt jemand und sagt, du, ich will sowieso noch dein, kann ich dir was abnehmen? Aber natürlich, sehr gern. Und schon hast du nicht nur vier Dinge erledigt, sondern auch von der rechten Seite eine ganze Menge mehr. Wie schön ist das denn? Jetzt möchte ich dich auf eine Tatsache hinweisen, was so ja typisch ist für viele von uns. Ich möchte zum Beispiel erklären. Du bist beim Aufräumen in einem Raum und da liegt ein Buch. Und dieses Buch gehört in einen Schrank in einen anderen Raum. Was machen wir meistens? Wir nehmen dieses Buch, legen es zur Seite, weil wir wollen da Staub wischen. Dann kommt ein zweiter Arbeitsgang, wo wir das Buch vielleicht in den anderen Raum legen, und ein dritter Arbeitsgang, der sorgt dann irgendwann dafür, dass wir es nach ein paar Tagen in den Schrank legen. So, und da sage ich, hey, was ich innerhalb von 2 Minuten erledigen kann, erledige ich sofort. Das heißt, ich fasse einmal das Buch an, bringe es in den anderen Raum, lege es in den Schrank, gehe zurück und arbeite weiter. Und du wirst merken, dass du unterm Strich viel, viel Zeit einsparst. Das ist Zeit, die du nutzen kannst für andere Dinge, oder Zeit, die du nutzen kannst, um einfach mal durchzuatmen. Urlaub zu machen, Kurzurlaub. Du darfst dich beobachten und darfst den Stress bei dir selbst wahrnehmen. Stress bedeutet ja erst einmal etwas Gutes. Nur wenn es nachher zu viel wird oder wir es gedanklich für uns ungut bewerten, dann tut es uns nicht gut. Auch da kannst du ein extra Video dir anschauen. Hier ganz kurz, woran du merken kannst, dass du im Stress bist. Schau mal. Wenn die Schultern oben sind, dann sind wir im Stress. Achte darauf. Beobachte dich und lass sie ganz bewusst wieder fallen und ausatmen. Und mit jedem Ausatmen ein bisschen tiefer fallen lassen. Dann deine Atmung. Beobachte mal, ob du nur im Brustbereich atmest oder ob deine Atmung bis tief in den Bauch geht. Und übe dich in der Bauchatmung. Dazu kannst du deine Hände auf deinen Bauch legen und wahrnehmen, wie der Atemstrom in den Bauch hineinfließt. Es ist einfach so, dass wenn wir die Dinge nicht gleich erledigen, sie vor uns herschieben, dass sie uns auf den Schultern liegen. Auch wenn wir es nicht sehen, die Schultern werden schwer. Und es rödelt immer wieder in unserem Kopf. Ich muss das noch erledigen, das noch erledigen, das noch erledigen. Deshalb plädiere ich immer dafür, die Sachen nicht lange liegen zu lassen, sondern ein kontinuierliches Abarbeiten. Wenn du abends ins Bett gehst und du liegst schon im Bett und dir fällt noch ein, Mensch, das ist mir jetzt ganz wichtig, bitte hab einen Zettel, einen Stift neben deinem Bett, schreib dir das auf, mach das Licht wieder aus und du wirst schlafen können.
Und wenn du morgens aufwachst, beobachte dich mal, was denkt es da in dir? Oftmals haben die Menschen, die einfach so gestresst sind, nicht mehr können, die haben noch nicht mal die Augen aufgemacht und dann sagt dein Verstand dir schon, was du alles nicht erledigt hast und. Und er wird dir kaum etwas Gutes sagen. Er wird nicht sagen, hey Schätzchen, du bist richtig gut. Du hast schon so viel erledigt, das bisschen schaffst du auch noch. Meistens im Negativen und meistens sind es Stimmen, die wir von früher kennen. Das sind diese Stimmen, beeil dich, mach, du kannst es nicht, packst es nicht und so weiter. Das, was wir uns dann nachher über uns denken, aufgrund dem, was wir im Außen erleben, wie mit uns gesprochen wurde. Auch hier, wenn du ganz bewusst deinen Denker stoppst und dir drei Dinge sagst, die dir gut tun, warum du besonders gut bist und wofür du dir danken kannst und warum dein Tag heute besonders gut wird, dann wirst du merken, dass du ganz anders in den Tag startest, weil das ist eine Ausrichtung für den Tag. Wenn du dir diese guten Dinge selber sagst, dann das ist, als ob du einen Energiefall in den Tag schickst, der dir deinen Tag gut vorbereitet. Probier es aus. Ich bin gespannt, was du uns mitteilst und was du für Wunder erlebst. Wenn wir jetzt nochmal an dieser Stelle, fasse ich gern nochmal zusammen. Was dürfen wir beachten, damit der Urlaub schon vorm Urlaub beginnt und ich nicht in diese Auspowerung gerate? Und dann im Urlaub es eskaliert. Das allererste langfristig abarbeiten, dann, wenn ich den Auftrag bekomme, beziehungsweise ich schiebe nichts mehr ewig hinaus. Das zweite, die wahre Beobachtung wahrhaftig beobachten. An dieser Stelle möchte ich nochmal zusammenfassen und die Tools nennen, die du nutzen kannst, damit dein Urlaub schon vorm Urlaub beginnt, beziehungsweise du immer Urlaub hast. Denn der Urlaub beginnt im Kopf. Das heißt, das wirkliche, bewusste Beobachten deiner Gedanken, stoppe die Gedanken, die dir nicht gut tun, und fange morgens schon damit an, bevor du die Augen öffnest. Richte dich mit guten Gedanken für den Tag aus. Sei dankbar, sei dir dankbar für das, was du alles schon erledigt hast, für das, was du alles kannst und schon gewuppt hast. Das ist sehr, sehr viel, da bin ich mir sicher. Räum die Hindernisse schnell aus dem Weg. Siehe Buch. Nicht erst hier hinlegen, dann nochmal weglegen. Alles, was du innerhalb von 2 Minuten erledigen kannst, mach es gleich. Dann, wenn du viele Aufgaben hast, nimm deinen Zettel und schreib dir auf, was du heute erledigen willst und was das Universum für dich erledigt. Sei gespannt, was geschieht. Und denke immer dran, dieses Wort, ich muss, ich soll, das erschöpft mich, das legt mich lahm. Doch ich will, das ist Kraft, da ist Power hinter, da habe ich Lust, da bin ich motiviert. Ich will das und das erledigen, weil dann weiß ich, bin ich frei, dann habe ich nichts auf den Schultern und ich mache es gleich. Achte darauf, beobachte dich, wovor hast du Angst? Auch dazu kannst du das Video dir nochmal angucken und achte darauf, wann gerätst du in einen Stress, der dir nicht mehr gut tut. Dann entstresse dich. Auch da schau ruhig rein in das entsprechende Video. Wenn du im Jetzt bist, in dem Moment, dann wirst du die Dinge super gut erledigen und zwar gleich. Und das kann sich richtig gut anfühlen. Dann hast du wirklich Urlaub, dann bist du entspannt und gehst auch entspannt in deinen wohlverdienten Urlaub, in deine Freizeit. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und ich wünsche dir sehr, sehr gutes Gelingen.
beim Ausprobieren, beim Anwenden der Tools. Ja, liebe Grüße von Petra.